Damian Ohna, ganz herzliche Gratulation zu diesem Sieg. Kann man sagen, es war eine Willensleistung von Alligator Malanz? Ja, denke schon. Also, am Schluss war GC ja, wirklich auch sehr stark. Und es war auch noch ein Kampf gewesen, ja, am Schluss. Ja, mit der Kraft, ja. Jetzt war das dein offizielles erstes NLA-Spiel im NLA-Kader. Also, du bist ja neu aufgenommen worden ins NLA-Kader. Was bedeutet dir jetzt die Auszeichnung als Best Player? Ja, kommt mir jetzt ein bisschen überraschend, würde ich sagen. Also ich denke, es gibt sicher Spieler, die es besser gespielt haben als ich. Ich durfte auch schon letzte Saison mit denen spielen. Und ja, ich denke, es ist ja, schon jetzt sehr überraschend. Ja. Jetzt haben wir heute seit langem wieder mal mit Fans gespielt in der Halle. Wie viel haben die Fans dazu beigetragen, dass er jetzt diesen Sieg ins Trockene gebracht haben und morgen im Supercup-Finale stehen? Ja, ich glaube, es gibt sicher schon ein bisschen noch mehr Power, noch ein bisschen mehr Energie, wie ohne Fans. Aber ich glaube, wenn man spielt, dann kriegt man es gar nicht so mit, glaube ich, ja. Und jetzt noch abschliessend, morgen wartet Weiler Ersigen im Supercup-Finale. Was erwartest du da für einen Gegner? Ja, ich denke, wir spielen auch wieder unser Spiel. Wahrscheinlich wird es wieder ein schneller Match. Und, ja, aber ich denke, wenn wir unser Spiel spielen, dann kommt das gut. GC Unihockey hat seit dem Cup-Final 2017 kein Endspiel oder kein so wichtiges Spiel mehr gewinnen können. Es war immer gut gewesen, aber was liegt das? Ja, das ist eine gute Frage, die ich leider auch nicht genau beantworten kann. Ja, wir müssen einfach weitermachen und irgendwann das Glück auf unsere Seite zwingen, dass wir dann auch mal so ein Endspiel gewinnen können. Die Saison die startet in rund 14 Tage. Was steht da jetzt noch an, bis es so weit ist, bis die Saison kann lanciert werden? Ja, wir müssen sicher noch in der Linie uns noch finden, noch ein Feintuning machen, ja, noch mal gut trainieren und dann ja, mit viel Optimismus und einem guten Drive in die Saison starten.